Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 64. Ja, Mario sagt, dass er müde ist, aber wir werden ihn diesmal nicht einschlafen lassen. Er war zwar gerade so erfolgreich, aber noch, finde ich, hat er sich keine Pause verdient. Ich könnte jetzt in dem Level eigentlich weitermachen, aber ich wollte erstmal nachgucken. Geheime Sterne 4. So, 1 haben wir durch, 2 haben wir durch, 3... Da fehlt uns ja noch ein Stern, aber dafür brauchen wir den Metall Mario, also das grüne Ausrufezeichen. 4 haben wir durch. Und dann haben wir 9. Also wären wir jetzt eigentlich erst bei 5. Ich weiß nur nicht genau, wo Welt Nummer 5 ist, aber ich habe das Gefühl, dass wir hier unten nicht so ganz richtig sind. Also dass hier erst die späteren, schwierigeren Level kommen. Aber ich will einmal gucken, was sie hier so anzubieten haben. Hier war nichts. Hier war ein räudiger Pilz, der uns Tipps gibt, die wir eh schon kennen. Also auch unnötig. Ist das Häschen eigentlich noch hier? So, hier war ja das Wasserbecken, was keins mehr ist. Das haben wir also auch so super erledigt. Aber der grüne Schalterplatz, wo könnte der sein? Ihr dürft es mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wo der ist. Ich lasse mich da ausnahmsweise mal gerne spoilern, das ist nicht so dramatisch. Aber ich fürchte, wir bräuchten das doch recht dringend. Hier war ich, glaube ich, noch gar nicht. Oh. Oh, was ist das? Hier sieht es ja auch mystisch aus. Okay. Wow, wow, oh, jetzt bin ich hier reingefallen. Ich wusste nicht, dass da, ja, also, oh. Grüne Giftgrotte, also es ist auf jeden Fall schon mal Kurs 6. Wir sind noch irgendwie mehr oder weniger auf dem richtigen Weg. Kurs 7 ist bestimmt hier auch irgendwo. Aber Kurs 5? Und ich erinnere mich ganz schwach auf an irgendwas mit Nessie. Wenn da so steht, klettere auf Nessies Rücken. Oh Gott. Ich glaube, das ist schwer. Aber ich weiß nicht genau. Aber irgendwie ist das auch scheiße, weil ich sehe jetzt schon das hier. Wir brauchen den einfach. Außerdem sind hier Spinnen. Ich will hier nicht weiter machen. Aber die Musik gefällt mir gerade. Ja, die hat was. Nee, also, nee. Ich werde jetzt doch mal gucken, ob ich irgendwie Kurs 5 finden kann. Es kann ja auch sein, dass das bei den Geistern ist, aber... Also quasi hier, aber da traue ich mich halt gar nicht hin, weil ich traue mich nicht an den Buhu vorbei. Deswegen gucke ich lieber nochmal hier unten. Ja, ich weiß, jetzt wird der eine oder andere sehr genervt sein, weil ihr wollt ja, dass es mal weitergeht und ich ein paar Level schaffe und so. Und dass ich die Reihenfolge einhalten möchte. Aber, naja, es wird halt immer schwieriger. Deswegen würde ich schon lieber erstmal mit Kurs 5 weitermachen, bevor ich hier in Kurs 9 reinsteige oder so. Auch wenn ich das gerade mit dem U-Boot ja ganz gut geschafft habe. So, da war nur das. Das hier sieht auch super übel aus. Das will ich auch nicht irgendwie. Aber ich erinnere mich, dass hier ein verstecktes Gemälde ist. Okay. Let's go. Nummer 8. Oh ja, auch hieran erinnere ich mich ganz schwach. Das war, glaube ich, richtig, richtig, richtig ätzend. Aber auch das ist zu weit. Ich fürchte, weil in dieses Böse, da will ich auch nicht reingehen. Das ist bestimmt schon Kurs 10 oder so. Ja, ich fürchte einfach, dass wir hier an dem Bowser vorbei müssen. Dass da vielleicht Kurs 5 ist. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass es da vielleicht zum grünen Schalterpalast geht. Ich habe es auch irgendwann mal gelesen, aber ich habe es vergessen, muss ich zugeben. Tut er mir denn was? Nee, er haut ab. Gut. Bin ich ja schon mal beruhigt. Damit kann man doch leben. Buhus! Ach, eigentlich sind sie ja süß, auf eine gewisse Art und Weise. Ist hier was drin? Nee. So. Wow. Er tut mir aber nicht weh. Aua, doch. Ach, scheiße.
Ich sollte meinen Mund nicht immer zu voll nehmen. Das kommt nicht gut. So, mal schnell lesen hier. Oder auch nicht. Komm, Mario. Mit dem richtigen Timing kannst du sehr hoch springen. Den Dreisprung kannst du ausführen, wenn du rennst und dreimal hintereinander springst. Wandsprünge sind eine effektive Methode, um hohe Stellen zu erreichen. Springe an eine Wand, sobald du sie berührst, musst du erneut springen. Ich weiß, aber soll das jetzt ein Hinweis auf hier irgendwo sein? Man weiß es nicht. Ich muss jetzt hier erstmal die Bäume untersuchen. Ich brauche mal wieder dringend ein paar Leben. Weil hier sind bestimmt keine drin. Das wird mir jetzt hier auch gerade alles zu gefährlich mit den ganzen Buhus. So, die haben auch Münzen, aber ich kann die nicht schlagen. Das ist doch doof. Nein! Nein! Lass mich in Ruhe! Ich kann auf Buhus rumspringen. Aber es bringt nichts. Ich wollte eigentlich dieses Schild da lesen. Na gut. Dann lese ich das hier. Gehst du in die Hocke und drückst den Sprungknopf, kannst du einen Rückwärtshalt ausführen. Und Weitsprung. Das wissen wir doch auch alles. Kann ich die wirklich nicht töten? Doch. Man braucht nur das perfekte Timing. Und das war es jetzt nicht. Nein. Wenigstens tun sie einem nicht sofort was. Aber das ist doch scheiße. Ach Mario, dreh dich doch bitte um. Die wollen einen wirklich verarschen. Nein, scheiße. Mir geht's nicht gut. Was hat der denn da? Ein Käfig? Ich weiß noch nicht, was es ist, aber... Oh. Oh nein, was passiert? Was? Wir haben Kurs 5 gefunden. Scheiße, also das war jetzt echt mehr Glück als Verstand. Ich glaube, ich hätte mich ewig danach tot gesucht. Big Boosburg. Big Boosburg, so. Gehe auf Geisterjagd. Das klingt nicht gesund. Habe ich jetzt wenigstens wieder voll Energie? Nein, natürlich nicht. Komm nur näher. Ich will nicht. Erstens, ich bin fast tot. Zweitens, die Musik ist gruselig. Drittens, hier sind Geister. Wieso spiele ich dieses Spiel? Ich weiß es nicht. Ach, Mario, du bist doch echt zu dumm für alles. In den blauen Blöcken befinden sich die fantastischen Tarnkappen. Damit kannst du durch bestimmte Mauern gehen oder Geister erschrecken. Nur durch bestimmte Mauern? Ach so. Aber Geister erschrecken finde ich gut. Das hat auch mal was. Ne, bevor ich da reingehe. Scheiße. Ich brauche Münzen. Mir geht's nicht so gut. Beziehungsweise dem Mario geht's nicht gut. Er mag schon nicht mal mehr Schilder lesen. Also jetzt fühle ich mich doch ein bisschen verarscht gerade. Wenn du im Kreis rennst, werden manche Gegner große Augen machen. Ja, da waren irgendwie so komische Viecher. Ich erinnere mich an sie. Was ist denn das? Eine hüpfende Kiste. Kann ich sie töten? Nein. Kann sie mich töten? Wow, 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 wow. Hey, ich bin doch kein Kaninchen. Aua. Okay. Wenigstens ein paar Münzen. Also diese Kisten scheinen nur dreimal zu hüpfen oder so. Dann war es das. Ich gehe jetzt mal hier rein. Ja. Ich glaube, die meinten sie mit Augen dreimal im Kreisrennen, wollte ich gerade sagen. Und im Kreisrennen. Aua. Wie oft muss man denn da im Kreisrennen? Und vor allen Dingen... Ah, jetzt sieht es gut aus. Nein! Ich wollte doch noch nicht. Oh. Yeah, blaue Münzen. Die tun gut. Scheiße, ist die Plattform denn jetzt noch da? Autsch. Okay, ich hätte nur warten müssen. Mist. Na komm, fahr mich wieder runter. Komm schon. Natürlich. Geht doch. Hier sieht man ja auch wieder entzückend viel. Ach so. Es gefällt mir alles nicht so. Ich habe schon wieder die Aufgabe vergessen.
Ach ja, auf Geisterjagd gehen. Natürlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das kann nur im Chaos enden. Das sieht hier auch alles so unspektakulär aus. Bestimmt passiert gleich was. Nee, noch nicht. Diese Musik erinnert mich auch an nichts Gutes. Gut, hier komme ich nicht weiter. Hier ist auch nichts. Die Musik passt hier auch gerade nicht so. Das macht es jetzt alles nicht so unbedingt besser. Aber wo kommt sie her? Ich gehe mal hier rein. Wow. Hier kommt sie also her. Buchobilder an der Wand. Yippie. Hallo? Scheiße. Jetzt habe ich vergessen, aus welcher Richtung ich kam. Sieht alles gleich aus. Großartig. Oh Gott, hier sieht wirklich alles gleich aus. Aber ich glaube, das bringt's alles auch nicht so wirklich. Da komme ich ja nur wieder hier hinten raus. Na gut. Ja, hier ist auch Sense. Dann gucke ich mal, ob hier irgendwas Schönes ist. Nur ein bisschen Wasser. Okay. Ich weiß zwar nicht, was der ganze Spaß jetzt hier bringen soll. Aber anscheinend kommen wir hier noch nicht so richtig weiter. Okay. Dann suche ich mir doch erstmal einen anderen Weg. Sollte ich denn jetzt noch zurückkommen, ist die Frage. Ich hoffe es. Ah, bloß weg von dieser Musik. Yippie. Ah, gut, die Plattform steht noch da. Sehr schön. Also irgendwas muss man da machen. Und ich habe auch mal ein Video gesehen, wo da so ein Geist war. Und der hatte, glaube ich, irgendwas Tolles in sich. Aber bei mir war jetzt kein Geist da. Darum weiß ich es gerade nicht, was ich da machen soll. Kommt bestimmt noch. So. Oh, diese Geistergeräusche machen mich nervös. Im Horrorhaus solltest du den Mund geschlossen halten, damit deine Zähne nicht vor Angst klappern. Ja, sehr sinnvoller und hilfreicher Tipp. Hey, pst, pass mal auf. Die Geister sind sehr schüchtern. Siehst du ihnen in die Augen, verschwinden sie. Drehst du ihnen allerdings den Rücken zu, werden sie wieder sichtbar. Attackiere sie von hinten, um sie zu besiegen. Uahaha. Erstmal ja, besiege ich jetzt hier die Spinne. Yippie. Aber hier sehen die Spinnen sogar süß aus. Da hab nicht mal ich so viel Angst. Das ist ganz schön groß hier, das Level. Was haben wir hier Schönes? Vielleicht ein Leben? Nein, aber eine Menge Münzen. Die können wir später auf jeden Fall gut für die 100 Münzen gebrauchen. Aber ich will erstmal hier klarkommen in dieser Welt. Wow. Die geben ja auch ordentlich Münzen. Das werde ich meinem großen Bruder erzählen. Dann kannst du aber was erleben. Pa. Jetzt habe ich aber Angst. Scheiße. Komm her. Lass dich doch töten. Ja. Der sagt das Gleiche. Ups, das wollte ich gar nicht. Kamera drehen ist hier nicht angesagt. Aber man kann schon hier durchgucken. Komme ich denn hier auch irgendwo durch? Nicht? Das ist aber äußerst mystisch. Mist. Ja, ich weiß nicht. Das ist irgendwie eine Wand. Vielleicht kommt man da nur mit der Tarnkappe durch. Das kann ich nicht sagen. Aber das werden wir vielleicht in der nächsten Folge erfahren. Denn ich mache jetzt erstmal eine kleine Pause. Bis dann!